Miss Dax. Wir umarmen weiter Leute. Den weisen Mann dort daneben am Felsen. Den Shopbesitzer müssen wir nur noch umarmen. Wir umarmen jetzt einfach alle. Und sammeln hier Endings. Miss Dax. Das pinke Kleid. So, den Drachen auch nochmal umarmen. Du müsst ja jetzt wieder leben. Oh ja. Königin Zweggy hörte den Worten des Ältesten zu und begriff schließlich, was sie wirklich bedeuteten. Es war nicht mehr gefährlich, alleine zu gehen. Sexy Wort. Okay. Ende 40 von 100. Zwei Monate später. Auch der Älteste war zu heiß für Königin Zweggy. Gleich nachdem er unseren Helden fallen gelassen hatte, ging er mit dem Ladenbesitzer fort. Königin Zweggy befand sich wieder alleine in seinem kleinen Haus. Oh. Lonely Königin Zweggy. Oh, was haben wir hier? Ein Kompass? Das ist den Kompass. Will ja ein Schicksal. Ach so, das kann man. Das ist nur ein Hinweis darauf, wo das Schicksal ist. Hinweise Mühe. Schon mit dem Wasser haben wir schon gemacht oder was? Also das haben wir jetzt markiert. Okay, ich will die Leute umarmen. Den Shopbesitzer haben wir noch nicht umarmt. Und fast alle noch nicht umarmt. Echte Prinzessin finden und die dann umarmen. Das wäre echt, ne? Echt ein schönes Happy End. Jetzt haben wir schon drei Sachen aufgepasst. Nicht zu viel mitnehmen. Die blutende, schimmelnde Wache. Oh nein! Ich komme hier nicht mehr raus. Dann versuchen wir das mal. Oha. Ich bin Paare, Jo, einer der Schöpfer dieser Welt. Bitte kauf den Soundtrack. Ich brauche Geld, um Essen und noch mehr Grammophone zu kaufen. Credits. Musik, Daniel. Ah, sehr schön. Oh. Angst an den. Wir umarmen den Musikentwickler, den Musikclub. Noch mehr Hax. Der Soundtrack. Oha. Hier kommen wir raus. Aha. Noch eine Umarmung zur Verabschiedung. Nur Wartungspersonal. Und Hinweis.
Verdammt. Dann nochmal. Dieser Drache braucht eindeutig etwas Zuneigung und Königin Zwergis Umarmung kam zum richtigen Zeitpunkt. Sie wurden sofort zu BFFs, spielten zusammen und aßen jeden Tag gewalttätige Herden. Dinner für zwei. Yay. 43 von 100. Eine 42 fehlt uns noch. Was das wohl wird. 3 Wochen später. Haben wir jetzt einen Drachenskin? Das Abendessen gestern Abend beim Drachen war fantastisch, aber die Prinzessin war immer noch in Gefahr. Beeil dich, König Zwerg. Ach. Die Prinzessin wird überschätzt. Ich muss erstmal Leute umarmen. Ein bisschen Liebe im Königreich verteilen. Liebe verteilen. Eine große Mission für die Liebe. Liebe für alle. Shopbesitzer wollten wir noch mal haben. Mit Mr. Hux. Mr. Hux hat uns gezeigt, wie man die Umarmung funktionieren. Das Schwert brauchen wir allerdings. Einsetzen. Nehme ich trotzdem mit, vielleicht können wir es an der Hecke einsetzen. Sonst müssen wir uns irgendwo unterstützen. Die Lava umarmen. Verdammt. Wir können, glaube ich, von dem Dingens auch weg. Okay, so weit hoch komme ich nicht mehr. Okay, das sieht gut aus. Da könnte was gelingen. Später. Genau hier wollte ich. Shopbesitzer. Königin Zwergi betrat den Laden mit einem verstörenden Blick und sprang über den Tisch auf den Ladeninhaber. Er packte seinen Nacken, bis es knackte. Dann gründete er einen gratis Umarmungsshop, damit er seinen komplexen Gefühlen mit allen Kunden teilen konnte. Gratis Umarmungen. Ende 37. Liebe verteilen. Heute wird erstmal Liebe verteilt. 3 Wochen später, Tag, Jahr 27, Tag 327. Königin Zwergi hatte es satt, alle zu umarmen und beschloss, sein Leben zu ändern. Zeit für ein neues Abenteuer. Nein, niemals. Wir müssen später mindestens nochmal die Prinzessin umarmen. Den dunklen Fürst und. Das Huhn haben wir auch noch nicht umarmt. Bis noch viele Endings. Komm, Mr. Hux. Verdammt! Okay. Hm.
in der geheimen Passage. Wir müssen noch so ein Gegner-Ding zum haben. Eine Kundschaft. Ist vielleicht eins, ist vielleicht dieses Ending, was dort gemeint ist, das lerne Ding. Ist der Stein aber auch noch nicht umarmt? Diese glänzenden Augen, diese winzigen Füße. Und diese Schergen waren zu süß, als das Königin-Zwergi ihn hätte widerstehen können. Leider schaden sie ihm beim Kontakt schwer. Darum war es nicht die beste Idee, sie zu umarmen. Allergisch gegen Niedlichkeit. Oh. Ich glaube, das hatten wir als Hinweis. 35% aller Helden sind so weit gekommen. Ja, 36. Königin Zwergi verbrachte Wochen im Bett, um sich von den brutalen Allergieherzen zu erholen. Und die Schergen waren so süß. Das war es absolut wert. Königin Zwergi umarmt die Welt. Okay, einen Schergen haben wir umarmt. Das Huhn wollen wir noch umarmen. Kleine Hühnerküken kriegen. Damit die Hühnerküken weiterspielen können. Miss Tax können wir nicht umarmen. Das wäre noch der Hammer. Das wird auch die Lösung für die ganzen Hindernisse. Einfach umarmen. Damit den Bösewicht umarmen. Vielleicht haben wir dann ein Happy End. Terrorisiert die Stadt nicht mehr. Fertig. Okay, wie kommen wir zu dir hoch? Ich glaube, da ging es durch. Ah ja. Gut gemerkt. Königin Zwergi sprang auf, um das süße Huhn zu umarmen. Viele weitere kamen, um ihre Liebe zu teilen. Jeder liebte sich. Ja, das ist das gute Ende. Genieße es, solange es da ist. Oh, das Happy End. In der 79. Königin Zwergi war endlich glücklich. Er musste nicht auf Abenteuer gehen. Er hatte das gute Ende erreicht. Warum noch etwas suchen? Es wäre albern. Umarmen, umarmen, umarmen. Sie haben auf dieser Seite, glaube ich, alles. Steini müssen wir als nächstes umarmen. Nein! Nicht den Kompass. Komm, hier haben wir es. Komme ich noch hoch? Steini. Königin Zwergi umarmte Felsblock. So fest er konnte. Felsblock war erfreut. Felsblock und Königin Zwergi lebten glücklich zusammen, bis Königin Zwergi in Altersschwäche starb. Felsblock weinte eine Ewigkeit, bis er vom Wind erodiert wurde. Ende 54. Oh. Nur 34% aller Helden sind so weit gekommen. 14 Jahre später. Aus der Liebe von Königin Zwergi und Fels wurde ein neuer Held geboren. Rocky! Ist ja schön.